Boy. Das wird spaßig werden. Genau wie ihr hier sehen könnt, dass das Teil ein Geysir ist. Da kommt Luft raus, aber das Teil hängt in der Luft. Das ist auch sehr interessant. Egal. Wir haben den Kampf geschafft. Boah. Ich habe da ein bisschen wenig geredet, weil das war ein bisschen viel alles auf einmal. Und wir haben jetzt auch wieder endlich mal einen Save Point. Und wir bleiben erstmal bei Elara. Wenn wir wieder Pfeile finden, ist alles super. Ist alles Paletti. Ai. So, Unlocks at Chapter 5. Das steht hier nicht, wann das unlocked wurde. Na, nun gut. Dann eben nicht. Was haben wir hier? Bei ihm. Der kriegt erstmal das alles. So, der hat jetzt hier alles bis Reihe 2 voll. Das heißt, bei Elara können wir die restlichen 6 auch noch verwursten. Nämlich für Brimstone. Nein. Benutzen wir nicht. Das kommt da rein, das kommt da rein. Alles wunderbar. So. Schön. Ja, das ist... Ja, dann lass dich doch begraben. Ah, die beiden verstehen sich wunderbar. Irgendwie sieht mir das auch nicht sehr geheuer aus. Oh! Das sieht mir nicht geheuer aus. Wow! Dieser optische Effekt ist ja auch mal interessant. Dass es in die Entfernung unscharf wird. Aber so ziemlich unscharf. Das heißt, hier mit Elara durchzugehen, ist eigentlich schon eine ziemlich gute Idee. Komm raus. Na bitte. So, dann können wir das kaputt machen. So, der da. Wird paralysiert. Und ist tot. Sehr schön. Eieiei. Ich glaube, wenn das Spiel jetzt auch echt schwieriger wird... Was ist das denn? Valkyrie Wing. Ah, wir kriegen doch neue Rüstung. Aber sie macht keinen Kommentar. Alles klar, das geht alles kaputt. Ja, es ist nicht stabil. Wir sollten hier direkt verschwinden. Move it. Ja, okay, ich lauf mal. Ach so, wir finden mal wieder alte Leute. Alte, tote Leute, mit denen wir reden können. The Sorceress, Light Damage. Ja, das nehmen wir dann doch. Wenn das mehr Schaden macht, ist das doch sehr angenehm. Reden wir endlich mal wieder mit den Toten. Das ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen länger her. Zumindest habe ich das Gefühl. Long, long ago, I was a farmer. I wanted nothing more than to tend my family and my fields. But when Dyfed and Carla Moore fought their great war, everything that stood between them was ground underfoot. My fields were trampled, my family slain, and for what? In the end, both cities were reduced to rubble. Der war einfach nur ein armer, einfacher Farmer, der ein Opfer des Krieges wurde. Und für was? Das weiß er nicht. Denn beide Städte waren nachher bis auf die Grundmauern dezimiert worden. Und das gefällt ihm gar nicht. Ah, wir werden hier wieder so viel ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob mir das gerade so gefallen mag. Ah, weil wo wir gerade auch... Warum ist das blau? Hm. Sieht das schöner aus? Es leuchtet. Ja, ich nehme das. Es leuchtet. So, heilen wir uns. Wo wir gerade ja so viel geheilt wurden, hat uns das eigentlich nur Kummer beschert. Indem wir so viele Minotauren abgekriegt haben. Und jetzt finden wir auch schon wieder 2 Heilfilionen. Du hast auch wieder 3? Gut, das heißt insgesamt kann jeder den anderen 3-mal wiederbeleben. Oder Kaddock belebt mich 6-mal wieder. Das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Aber egal. Oh, das sieht gut aus. Oder doch nicht? Nächstes Chapter? Oh, bum bum. Down there.
They're transporting the prisoners by boat, and I'm sure it's not for a pleasure cruise. The only thing downriver is the city of Leer. They'd never condone this. Worry about that later. We've got company coming up the hill. Then get to the catapults. Let's see how they like it. Okay, Katapulte nutzen. Wo sind die Feinde? Och nö. Ich bin eine Elfin und ich mache den Wald kaputt, den heiligen Hain. Komm zurück, komm zurück. So. Oh nein. Wieso halten die so extrem viel aus? Oder ist sie doch tot? Der scheint mir doch recht tot zu sein. Okay, der ist auch hinüber. Und es kommen noch mehr. Oh mein Gott. Jeder einzelne Minotaurus, der überlebt, ist ein dickes Problem. Oh, shit. Sehr gut. Toten Minotauren. Ich konnte sie noch nie leiden. Ich meine, wer mag wirklich Minotauren? Ja gut, einfach mal zwei Ballista-Schüsse, Katapultschüsse hinfeuern. Und ich kann nicht mit der Steuerung von dem Teil umgehen. Das ist auch sehr toll. Es bewegt sich alles sehr träge. Nein, nicht abbiegen. Ach du Blödmann. Wieso explodiert das jetzt nicht? Zur Hölle. Boah, gerade mal erwischt. Meine Fresse. Und Kedok? Das musste getan werden. Okay, jetzt explodiert hier noch ein paar andere Sachen. Kriege ich das da hinten auf? Na, muss ich den Kedok mal wieder so helfen? Ja. You truly have a gift for stealing my kills. Oh. Alle meine Hunde weinen. Die hacken gegenseitig auf sich rum. Was sich liebt, das neckt sich. Schießen wir mal aufs Wasser. Wie weit kann ich denn schießen damit? Yay! Okay, das wird nicht mehr aufgezeigt. Ich frage mich, ob ich da hinten etwas kaputt machen kann. Weil das sieht mir fast noch danach aus. Eine Wiederbelebungsfiliole. Als wenn ich dort hinten noch irgendetwas an ein Geheimnis mitnehmen könnte. Au! Au! Ich sollte hier nicht so viel rumrennen, aber hier ist Heilung und Magie ist voll. Ja, okay. Blab, 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 blab. So, was ist da hinten? Ich wollte hier nur mal kurz nachgucken. Aber anscheinend ist hier gar nichts. Das ist schön. So, egal, wir gehen direkt weiter. Hoffentlich in Kapitel 3. Denn wir sind jetzt hinterm Tempel. At least it's not another door. Als wäre das eine Hommage an sich selbst, dass die gerade in letzter Zeit so viele Türen wieder eingebaut haben. Sehr schön. Oh, sie reden nicht mehr so viel miteinander. Haben sie sich gegenseitig doch gekränkt? Na? Ehekrise? Hauptsache am Schreien. Ah! Der Tod erwartet euch! Oder ein weiteres Rätsel! Ah! Schade. Als ich die gesehen habe, musste ich gerade wieder an die Raben denken und die Raben habe ich ganz vergessen. Scheiße. Das Rätsel mit den Raben haben wir daher wahrscheinlich nicht gelöst. Schade. Wobei wir das auch eher per Zufall herausgefunden haben. So, das kann weg. Ist da noch ein Toter, oder? Hm? Ja. Aber er ist kürzlich verstorben. Seine Geschichte lautet... I was a ranger of Leer.
sworn to protect the borderlands. I heard rumors of raids on the outlying villages near the old ruins of Kalamor. They said the Minotaur had been taking them as slaves. It seems such nonsense. Kalamor is so far from here, and there'd be no sign of raids or Minotaur. Until one of their arrows pierced my throat. It's all true. I didn't listen. Naja, zumindest in einer magischen Welt sollte man Mythen und Legenden eher Gehör schenken, als in unserer. Dies war die Geschichte eines Rangers, einer Wache des Außenpostens, hier in den Grenzgebieten, denn dieser Ranger gehört zur Stadt von Lyr, wohin wir uns wahrscheinlich als nächstes begeben werden. Und er hat nicht daran geglaubt, dass es Minotauren hier in der Nähe geben könnte. Ja, das war sein Verhängnis. Und diese Person gaggt auch mal ein bisschen ab und spricht mit uns über den Todesstein. Those Minotaur, those beasts just don't stop. They look big and clumsy and you think you can outsmart them. But once they charge you, you're done for. Big and stupid, yes, but still deadly. I've heard rumors they are weakened by arcane magics. But just a rumor, I'm sure. You can't stop them. They're just too big. Big and stupid. Wohl wahr. Okay, hier komme ich nicht runter, dann muss ich hier runterspringen. Er hat darüber sich ausgelassen, dass Minotauren extrem groß und extrem dumm sind und dass man sie eigentlich ja recht gut austricksen könnte, aber das Problem bei großen und dummen Sachen ist es, dass sie nun mal oft auch tödlich sind. Wie Minotauren. So, und weil ich keine Lust habe, hierfür jetzt auch wieder Pfeile zu zerschleudern. Was ist da? Oh nein! Nein! Habt ihr das da hinten gerade gesehen? Ich habe das Gefühl, dass dieser Heini dort drüben gleich aus dem Zeug trinkt. Oh nein, und das mag mir gar nicht gefallen. Contagion. Wow! Der Bogen ist echt mal super. Der macht knapp doppelt so viel Schaden und magisch macht er dann nochmal so viel Schaden, also knapp vierfachen Schaden. Wow! Das ist schön. Was nicht so schön ist, treffen wir dort.